Wir sind AG-Leiter der Formel E. Also wer dann hier so mit fährt, wird einen großen Unterschied feststellen zu den Verbrennern. Die neuen Akkus, das sind dann die CBI-Akkus, die sind dann knapp in einer Stunde wieder voll. Also wenn wir dort theoretisch zwei Sätze haben, können wir sagen, ein Satz fahren mit einem Laden. Wenn der eine leer ist, kommt der andere voll. Weil du musst mit den Kontakten auf diese Mittelschiene drauf. Oder mindestens auf so ein helles. So? Das ist echt cool. Wieder weg. Diese Karten haben auf der einen Seite ein Bild, auf der anderen ein Text. Die haben bei diesem Motor und den Elektromotor. Wenn die dann auf der Autobahn fahren, klappen die den Stromabnehmer hoch und fahren dann über den Elektromotor. Und wenn die dann halt von der Autobahn wieder runterfahren, fahren die dann ganz normal mit dem Dieselmotor weiter. Die Idee, das erst mit den ganzen Oberleitungen zu versehen, dann hast du dann wieder die Probleme, wenn dann mal wieder überbreite oder überhohe Schwerlasttransporter kommen, dann müsste man die ganze Oberleitung abhängen, was das dann für ein Aufwand ist und Kosten. Also lass euch diesen Satz auf der Zunge zergehen. Da steht etwa 90% aller industriell gefertigten Produkte hängen heute von der Verfügbarkeit von Erdöl ab. Welche von euch wissen, klingt das logisch? Eigentlich überhaupt nicht, weil 90% von allem, was irgendwie industriell gefertigt wurde, praktisch hier in dem Raum, das wäre das komplette Inventar. Steht doch mal bitte kurz auf und guckt euch doch ein Stück mal aus einer gewissen Distanz. Ich möchte gerne wissen, wo ist denn da das Dünnelgebiet? Das Thema Elektromobilität soll da also der Versuch sein, Öl aus dem Mobilitätsbereich möglichst rauszukriegen. Ob das gelingt, wird sich zeigen. Ich bin heute Morgen mit einem Elektroauto hergekommen, stehe jetzt also draußen, können wir uns heute einfach angucken. Jetzt mache ich es mal an, wir müssen aber ganz leise sein. Ist an. Hä? Wer sich die Anzeige da vorne genau anschauen will, der sieht auf der einen Seite. Thank you.